All the things you Was eine say, Rotze, all the things Digga. you say, all the So. things I have. Oh Mann. Metal, Leute. Boah, Digga. Was nehme ich denn mit das hier? Nehme ich mit. Was nehme ich denn Geil, es mit ist wieder das ein hier? neuer Nehme ich Stream mit. gestartet. Hä, nee, warte, was ist das jetzt hier für ein Bug, Junge? Jetzt zeigt mir nicht mal an, wie der. Geil, neuer Stream, Junge. So, herzlich willkommen zu einem neuen Ja. Stream. Digga, was hat das jetzt schon wieder, Mann? Was soll das, Mann? Wir spielen nie wieder diese Map, Ah. wenn wir alle live sind. Okay, es leckt wirklich sehr hier. Was ist das denn für eine Digga, Scheiße? warum le Digga, ich habe Hä? 10 Was FPS. ist das denn jetzt hier? Die konnte ich mal Digga, ich habe flüssig 10 spielen FPS. früher. Die kann ich flüssig Junge. spielen, meine Leute. Ich auch Oder nicht. ich habe 10 FPS. Ja. Bei mir Ich, ruckelt also. das richtig. Was hatten Boah, wir Schillo, wir sind hier? live, ne? Run it Ich my weiß nicht, was das war, Bunti. Keine Ahnung. Endcode-Fehler gehabt und dann war es prima aus. Jungs, ich kann die Map nicht spielen. Ja, bei mir geht's jetzt What wieder, the aber ich hatte gerade fuck? Trilliarden, erstmal große Lags, ja, und jetzt geht's wieder. Jungs, ich Was kann ist die denn Map nicht das denn? spielen. Doch, jetzt Schon? geht's wieder. Ja, was Ja. ist? Was ist passiert? Wieso ist Stream aus? Keine Ahnung, Alter, der Encoder wurde ja einfach. Willkommen zurück. Ah, doch, jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Ab Digga, die Map wo? hat Wo so ist viel, denn? glaube ich. Einfach Streamabbruch. Bruder, die Map hat, glaube ich, so viel Zurück. gezogen beim Laden, dass einfach Ja, gefühlt bei der mir ganze auch Stream ge gerade. Die hat auch übelst viel Bin wir gezogen da. beim Laden. Wunderbar. Wir sind gerade erst in eine Runde rein, weil wir dachten, du bleibst noch länger weg. Oh. Ja. Kannst du mir auf Discord antworten, solange? Ja. Wo ist denn hier der Generator, Alter? Dann ist er im Haus. Nein, ich wollte nicht meine Taschenlampe wegwerfen. Ich will nicht den blauen Sack, die kann ruhig da bleiben. Ja, ist eine gute Frage. Wo ist das denn? Im Haus? Wahrscheinlich ist es am Haus dann. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ah ja, ich hab ihn den Generator. Wo sind denn überhaupt Ist an. Lichtschalter dafür nochmal? Oh. Ja. Hast du den Breaker jetzt schon angemacht? Ja, ist an. Oder braucht es ein bisschen? Ich weiß Ist aber an, nicht alles. mal, wo die Lichtschalter hier sind. Hier waren irgendwo Immer an Lichtschalter, den. aber. Immer an diesen Holzdingern. Immer mal wieder. Ey Marcel, lass mal Ja. hier Campfire machen. Ah. Cool. Ist doch echt eine schöne Stimmung hier. Also hier ist doch Also die alles Map laden wir eigentlich im in Stream nie Spanien. wieder, weil das ist geil. Das ist nicht geil. Wenn dann Ist jedes Mal geil, der hast Stream, recht. Diese wenn der Map Stream jedes Mal spielen wir wirklich abdingst. nie wieder, wenn wir streamen, Alter. Das hat mein Stream so hops genommen gerade. Alter, das ist ja nicht mehr Ja, feierlich. mein hat's fast hoch hops gemacht. Es hat gerade noch so. Sag mal schon, was ich muss Ihnen was sagen. Ja, cool, mach das. Was denn? Weiß ich nicht, hat er nicht geschrieben. Wo bist du, Warum? böser Geist? Wer hat was geschrieben? Hier, Ehrlich? Chillo ist das doch, glaube ich, mit Marcel seine Unterhose. Ja, aber was hat Ja. er geschrieben? Hä? So, sag mal schon was, muss Ihnen was sagen. Ja, cool. Ja, das war's Hä? dann auch. Also, ich hab dir was gesagt, Logik? so, perfekt. Logik? Never. Ja, Ich habe einen habt ihr schon Knochen irgendwas gefunden. ge. Ah ja, ich wollte gerade fragen, habt ihr irgendwas, irgendwie so Anzeichen? Aber hier beim Knochen sind es 14 Grad. Und nicht, Ja, dass er auch hier krass. ist. Also, er seine Nachricht. Ich hab mit Markus das Lied Oh, lieber Markus, du weißt schon, du weißt schon. Ja, ich weiß. Okay, perfekt. Ey, du hättest ihm das eigentlich auch per Discord schreiben können, aber passt schon. Oh ja. Ja. Geht auch per Stream. Du hättest auch einfach in seinen Stream reingehen können oder das da schreiben können, aber geht, passt schon. Jungs, habt ihr den Schlüssel für das Haus oder Meine muss man den Idee. erst finden? Den musst du erst finden, glaube ich. Ja? Muss man einen Ich Schlüssel finden? glaube. Das ist mir neu irgendwie. Glaube, das war immer schon immer so, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, ich Wenn ich glaube, man vorstelle, konnte im Digga, Haus es immer ruckelt reingehen. immer. Nee, momentan ruckelt es bei mir nicht mehr, aber am Anfang war ganz kritisch. Ja, aber jetzt ist es eigentlich ganz smooth. Jetzt ganz angenehm. Ja, jetzt geht's wieder. Ich glaube, wir brauchen erstmal 8 Jahre, Marcel, ja, bis wir was überhaupt denn? den Spot rausfinden. Also ich glaube, ich, Ja, also die ich habe Tür ist halt wirklich zu. keinen von den Zelten gefunden tatsächlich. Oder haben wir den Nee, der Schlüssel im muss im Bus nicht Haus sein. aufgenommen? Er ist im Haus. Nee, Ja. nee, den Schlüssel haben wir mitgenommen. Den habe ich ja Hinter dir mitgenommen. steht jemand? Nö. Ein Ball, ja, geil. Ja, wo finden wir den Schlüssel? Und wo ist der Schlüssel?
bin Schraubenzieher. Ich muss jetzt auf morgen Fußballspiel, Spiel Kreisliga. Auf Lok. Auf jeden Fall. Viel Spaß dir und viel Glück, mein Lieber. Ich mag dich echt. Geil. Ihr gewinnt natürlich, ne? Tja, wo kann dieser blöde Schlüssel sein? Habt ihr Knochen schon fotografiert und aufgehoben? Nein, ich habe keine Kamera dabei gehabt. Ja, dann mache ich das. Ich bin der Kameramann. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ja, wo wenn du genau ins gleiche denkst wie ich. Sein? Ja, da habe ich auch dran gedacht, hä, lol. Ich doch genauso. Ich bin an deinem Fenster und stalke dich. Ja, mach das. Dann bist du die erste Person, die mir stalkt. Viel Spaß damit. Wie lange braucht es für euch eine Runde oder noch? Oh, er hat die Lichter aus. Nicht das lange. Kommt jetzt also drauf je nachdem, an, wie schnell wir den Schlüssel finden. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder wie schnell wir sterben. Hm. Aber ich glaube, wir müssen den Geist auch erstmal aufmachen hier, die Tür. Ja, weil dann beende ich meinen Stream und schau kurz zum Daniel, schreibt's mir noch von. Nee, bleib doch hier. Oh, Sicherung ist raus. Also, er will mal was erzählen und ich will's wissen. Ja, wie du immer alles wissen willst, das ist ja geil. Ja, ich weiß, ich bin neugierig. Ja, die Lampe geht nicht mehr. Ja, Strom ist aus. Er hat auch Strom ausgemacht. Nee, ich hab wahrscheinlich, so, dann tausche ich mit Fruchtzwerg und komm dann back. Wunderbar. Willkommen zurück, mein Lieber. Sean, schreib mal noch an, bitte. Ich hier mal kurz Strom wieder anmachen. Bis noch mal. Jo. Wo ist dieser blöde Schlüssel, Alter? Das fuckt mich richtig ab jetzt. Ich sehe so hier keinen Schlüssel. Basketball und sowas, das finde ich aber. Auf jeden Fall nicht, vielleicht bis morgen. Ja. Das ist ja, kennen wir doch noch. Touch the sky. Keine Ahnung, was Schlüssel ist. Mädel, Leute, Strom ist wieder an. Cool. Digga, ich suche immer noch nach diesem scheiß Schlüssel. Ich finde ihn auch nicht. Er existiert aber nicht. Gut, die Runde war für einen Eimer. Leute. Er huntet, ja. Okay, cool. Ich hab den Schlüssel gefunden. Wo war er? Wo? Unter der Fußmatte. Digga. Vor der Tür. Ehrlich jetzt? Digga. Ja. Nein. Digga, wir haben jetzt mindestens 10 Minuten fürs unnötiges Suchen gebraucht. Ich warte aber mal auf euch und dann gehe ich rein. Wir haben mindestens jetzt unnötig Sanity verloren, auf jeden Fall. Und ey, sieh ihr da wird der Geist. Er ist zu 100% hier drin. Ja, ist er, hier ist 2%. Hier 2%. Ist er. Er ist genau hier. Aber es ist genau schön, wenn er im Haus ist, weil das ist am einfachsten immer. Vertraute Umgebung, sagst du? Ich habe gar nichts mit, einfach außer eine Taschenlampe. Schreib in das Buch. Weil wir ihn erstmal finden wollten. MF3. Okay. MF3. Das schreibt er schreibt nicht ins Buch. Aber was hat er denn da schon mal Sachen, ne? Halt, es wirft Gegenstände rum. Ja, dann, wenn der Gegenstände rumwirft, dann macht ein Bild für Interaktion. Digga, machst du seine Unterhose, schreibt. Ich wollte gerade furzen, aber ich habe mich eingeschissen. Ich glaube, wir sollen gehen, mein Lieber. Ah, okay, war geil, ich bin tot. Ist tot? Ja. Oh mein. Bruder, er hat Event gemacht und dann angefangen zu an. Nee, wahrscheinlich war das Ding, hat vorgewarnt. Keine Ahnung. Ach, schon muss noch an, okay. Bruder, weißt du, er war da, ist gespawnt und genau in dem Moment hat er dann angefangen zu handeln. Was ein Scheiß. Er ist genau in dem Ich stand gespawnt, genau halt. Neben ihm. Ich stand genau neben ihm. Ja, ich hol mal eine Kamera. Schauen, wo bist du? Kamera. Perfekt. Was eine blöde Scheiße ist das schon wieder. Das ist ja mega. Bin schon dabei. Wunderbar. Kannst gleich mitkommen. Ja, ist gut. Ich hol mal den ganzen anderen Kram. Okay, ich verfolge Sean, dann kann ich sehen, was er macht. Also, ich nehme UV-Lampe mit. Dann Freezing liegt da rum. Geht dann die Tür beim Haus auch zu? Die Tür beim Haus geht nicht zu, nein. Okay. Ich nehme mal einen Crucifix nochmal mit. Ein Crucifix? Ein Schmuck. Dann nehme ich nochmal ein Sound-Ding. Doch nicht. Doch, er huntet! Er huntet, genau was! Er huntet. Ja, er huntet. Ah, ne, er huntet nicht. Nicht. Doch, nicht er hat. Ja, jetzt hat er nicht mehr, Digga. Ich guck da rein, ich sehe den Typen da rumlaufen. Sean geht einfach erstmal gediegen rein. Ach, juckt nicht. Ja, Digga, ich kann den Wichser nicht sehen, Mann, du Idiot. Ja, aber ich sag doch, ey, der huntet und du gehst trotzdem rein. Leute, nicht sterben. Ist das so schwer? Ich hab doch gesagt, oder wir sterben alle drei.
Digga, ich bin hier draußen gestorben, ja? Also halt's Maul, ich bin hier draußen. Pass auf, Bulli, bitte. Da! Bulli ist tot. Gar nichts bin ich, ich lauf in den Wind. Okay, er ist nicht ganz so schnell. Er ist hinter dir, aber er hat ein bisschen Abstand zwischen dir. Ja, es hilft gar nicht, Fruchtzwerg. Renn! Ich renn, lauf doch! Er ist immer noch hinter dir. Aber mit dermaßen guten Abstand. Ja, also er ist nicht extrem schnell. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, Alter, bleib doch nicht stehen, Bulli, aber das warst du schon. Oh Gott, genau, Digga. Okay, scheiße, was? Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin in den Sack. Er ist despawned. Oh mein Gott, nein, ich verpiss mich. Aber er ist nicht so schnell. Aber er hat uns schnell gehuntet. Und das alles, weil wir einen scheiß Schlüssel gesucht haben, Junge. Geil. Ja, das hat uns danke, halt das hat uns so viel Sanity gekostet. Das war mega. Oh unnötig. Mein Gott. Alter, geh doch auf jetzt. Alter, Bulli, lass mich mal gucken. Bulli hat 6%, Digga. Geil, 9 sogar. oh ja, der war sehr aktiv. Der ist jetzt auch noch aktiv, wo keiner drin ist. Okay, krank. Aber er war nicht schnell, also kein Raichu oder Revenant oder so ein Scheiß. Wir haben aber gar keinen Beweis. War es kalt? Nein. Also es war kalt, aber war es gefrier? Nein. Ich geh ja nicht nochmal rein. Ach, wobei, wir haben ja Strom angemacht und dann ist es sauer geworden, oder? Ungefähr. Ja, dann hat er es einmal ausgemacht, ne? Naja. Aber ein Raichu ist es trotzdem nicht, weil dann wäre er schneller gewesen. Ja, da war es Geräte. Das Licht hat aber geflackert. Ja, Raichu stören ständig elektronische Geräte, sodass es bei Angriffen leichter aufzuspüren sind. Ja, es ist eine Scheiße, aber Stärken, ein Raichu kann elektrische Geräte in der Nähe Strom entziehen, wodurch er sich schneller bewegen kann. Er war aber nicht schneller. So, das halt. Revenant, was war das? Wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Ja, dann wäre er schneller gewesen. Er war langsamer. Warte, er war langsamer, als er dich gejagt hat. Ja. Also es müsste ein Revenant sein, theoretisch. Das Gefühl habe ich auch von innen. Nein, gespawnt, ich habe nicht den Revenant vorgelesen, aber das fällt mir gerade so ein. Er war ja langsamer, als er dich gejagt hat. Also es gibt ja einen, der langsamer ist, wenn er dich jagt. Ja. Also die Map spielen wir bitte nie wieder. Wirklich die schlechteste Map, die wir je gespielt haben. Ja, einverstanden. Tschüssi, Fruchtzwerg. Sorry. Boah, heute machen wir nicht durch. Nacht machen wir durch. Was hältst du davon? Und leider nicht so viel. Tatsächlich. Ich würde. Ist zwar eine geile Idee. Gehandelt, ne? Ich kann leider nicht. Das geht nicht. Ich muss leider morgen früh raus. Deswegen. Der hat schon wieder gehandelt, ne? Ja, Alter. Wir haben halt überall ach komm. Digga, lass einfach irgendwas einloggen und abwechseln. Ja, ich hab jetzt einfach mal Raichu eingeloggt. Dem Ort seinen Strom können zu hindern den Sinn als Nutzen seiner Fähigkeit. Ich fahr mal los, ne? Mach das. Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Ja, nee, das hat er nicht. Ja, dann geh nicht pennen, dann kann man besser aufstehen. Es war ein Raichu? Ja, es war ein Raichu. Aber auch ausgewählt. Okay. Ah, $22. Warte, ich schreib kurz an. Ich hab's eben auf T3 mitgerät. Endlich. Digga, es war ein Raichu einfach hier mal mega dumm. Aber er war nicht schneller, weißt du? Er war absolut. Ja, es hat ihn elektrische Geräte gestört, aber er war trotzdem nicht schneller. Er hätte dadurch schneller sein müssen. Gibt nachher auch Pizza. Das ist so dumm. Aber das ist. Und das mit dem Stream ärgert mich auch wieder, dass der so abgekackt ist. Einfach wegen der scheiß Map. Die zocken wir nicht mehr. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das bei den anderen großen Maps auch der Fall ist. Ob es bei Sun and Meadows genau das Problem ist. Was ich aber vorher nie hatte. Ich kann mal Türtrick ausprobieren. Oder Prison. Ja, ich weiß schon, dass wir live sind. Wir können mal Türtrick machen. Also ausprobieren. Ja, der geht ja bei jeder Map. Hat ja Steve gesagt. Ja, hat er tatsächlich auch recht. Weißt du was, dann lass... Ich wollte euch nur was sagen, ich weiß, dass Marcel live ist, aber ich gucke Marcel's chilligster Live. 0 bis 5 Werbung. Eine halbe Stunde gefühlt warten. Ja, da willst du nicht unterstützen? Keiner. Ja komm, lass Rich, dann lass mal Rich Records, genau. Ja, warte, lass auf Anni warten. Hallo, okay. Ah, stimmt, ja. Anni, das ist...
immer noch der gleiche Code, den ich reingeschickt hatte. It's not fair and it's think you really mean. I think you really mean. Das war mal ein langer Stream von Anni, really mean. Now you say so care. I don't remember what me scream. You never make me scream. Oh, it's not fair and it's really not okay. It's really not okay. It's really not okay. Oh, are you supposed to care? I think you really mean. Jungs? Yes? Ja. Ich verabschiede mich. Hä? Verabschiedest dich? Yes. Ah, du gehst jetzt zu Anni und Daniel. Genau. Okay. Ja, okay, gut, dann... Viel Spaß. Ja. Jo, danke. Dann sage ich dir schon mal gute Nacht, einfach so. Weil... Danke, danke. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Striker. Okay, dann lass uns doch dann mal nochmal... Dann spielen wir jetzt Witch Re-Account. Genau. So. Oh, beendet. So, Jungs. Ihr könnt ja hier drin bleiben. Ja. Ja, alles gut. Marcel, ich gebe dir mal... Mod, das Mod, dass du dann, wenn Leute mitspielen wollen, Leute einladen kannst. Jo, alles klar. So, Leute, Abfahrt. Also, ja, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ah, perfekt. So, let's go. Abfahrt. Sterben. Motivierend. Ja, weil jetzt hatte ich kein Encoder-Problem. Das lag echt an der Kack-Map, ne? Mhm. So eine Scheiße ist das. Okay, die Map einfach am besten nie wieder im Stream starten. Oder vielleicht, wenn man jetzt sie startet, vielleicht hängt sie jetzt nicht mehr so. Aber, dass man sie dann vorher, müsste man sie dann einmal gestartet haben. Ja. Hast du ein Buch mitgenommen? Ich meine ja, ich habe ein Buch. Nee, ich meine ja, wenn man so viel Werbung bekommt, gehe ich einmal raus, jetzt bleibe ich ja noch. Alles gut, ja, verständlich. Ich habe das nur so eingestellt, dass ich halt den größten Werbeanteil von der Werbung bekomme. Hä, wie hast du das eingestellt? Wenn du eine bestimmte Anzahl an Werbung spielst, dann kriegst du 55% von der Werbung. Von den Werbeeinnahmen. Oh ja, das habe ich vielleicht auch gemacht. Wo hast du es denn? Oh Gott, ich habe gar keine Taschenlampe. So, Strom ist an. Doch, ich habe eine Taschenlampe. Im Keller ist schon mal kein Versteck. Durch die Kamera oder was? Nee. Was meinst du? Hast du das da? Oder was machst du da? Ach, das ist die Taschenlampe. Nee, ist die nicht. Das da? Nee, mit T kann ich eine Taschenlampe anschalten, aber ich habe keine auf dem Kopf. Ach, die auf meinem... Hä? Nee, keine Ahnung. Nein, du hast... Wenn du mit T kannst immer deine Taschenlampe anschalten. Ach durch so. Kopf. Ja, ich habe aber die Taste immer vergessen. So, warte. Whatever I do. Oh, warte mal. Haben wir einen Flurgeist? 5-6? Ja, vielleicht. Hast du Strom angestellt? Ja. Ja, Strom ist an. Ich nehme mal ein Dotti mit. Ein Buch hast du ja. Okay, irgendwas hat er auch schon gemacht. Vor 20 ja. Sekunden. Vor 25 Sekunden. Ich nehme mal ein EMF raus. Sprechdingsbums nehme ich auch mal mit. Ja. Eine Kamera habe ich ja schon vor der Tür da gestellt. Mal kurz abgestellt, dass es schon da ist. Ich finde übrigens oben, ne? Ist es oben? Also ich bin oben, also hier oben ist halt ein bisschen kälter. Okay, da ist zu, dann können wir auch gleich zulassen. Bist du hier? Wo bist du? Lass uns erstmal gucken, bist dass wir ihn rausfinden, hier? Bevor du mit ihm sprichst. Wo bist du? Ja, ich kann auch so mit ihm sprechen. Ist doch egal eigentlich, oder? Ich schau gerade erstmal noch ein bisschen ein paar Versteckmöglichkeiten. Also meinst du, er wäre hier im Flur? Im ganzen Flur oder nur hier? Ey, also ich hab hier überall kalt. Hat den Ball da vielleicht bewegt, oder? Ich glaube nicht, dass der original hier doch, liegt. Doch, der liegt hier ganz normal. Okay. Was haben wir denn hier für eine Kälte? 2-1. Ja, dann muss er ja hier sein. Mal, bist hier du unten hier? Ja, hier unten ist 12. Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Hallo? Hallo? Was Haus ist allgemein nicht so warm? Wie geht's? Wie heißt du? Ja, gut, hallo. Wie geht's dir? Wo bist du? Nö, der antwortet nicht, also glaube ich es nicht, dass der reden kann. So, und Dotti habe ich platziert, dann hole ich mir jetzt mal die Cam. Hat er gerade eine Tür geöffnet? K-
Kann natürlich sein. Hat sich gerade irgendwie angehört. Ja, er hat, ja, hat er. EMF 5. Okay, nice. Er hat tatsächlich die Tür geöffnet. Und noch irgendwas anderes. Okay, ein Raichu wäre jetzt noch drin, ne? EMF 5, ja, ja. Ich lass mal meinen EMF-Räder hier rumliegen. Die Kamera steht eigentlich auch richtig illegal da rum. Guck dir das mal an. Oh, ein kleiner Windzug und. Hast du Wasser angeschaltet? Nee. Nee, ich dachte, ich hab gerade zum Wasser gehört. Ach, dann war das vielleicht die EMF-Dings. Vielleicht ist es auch oben. Warum ist hier auch überall Licht an? Ich fahr da hinten kurz unterwegs. So, dann nehme ich mal Crucifix. Ja, ist das ein Ort? Kurz, nein, das warst du. Mach mal Taschenlampe aus. C. Genau. Es flackert? Okay, jetzt nicht mehr. Haben wir drin da oben Licht irgendwo an? Nee. Doch, da oben ist, glaube ich, Licht an, tatsächlich im Flur, oder? Nee, ist ja nicht. doch, im linken Flur. Ja, das müssen wir ausmachen. Ja, man könnte es aber rein theoretisch gesehen trotzdem sehen. Ich nehme noch eine zweite Kamera mit. Ja, ich nehme mal Salz mit drauf. So, eine zweite Kamera, let's go. Die kann tatsächlich nicht schaden. Now think of this angel fast. Genau, dann packe ich unten an die Treppe einfach mal ein Crucifix. My body. Aber ich glaube, haben wir hier oben Freezing? Nee. Ich habe ins Buch. Okay. 16 ist jetzt. Raichu ist draußen. Spirit Mining Shade. Shade glaube ich nicht. Der wäre schüchtern. Der ist ja auch schüchtern eigentlich hier. Ja, was heißt schüchtern? Ja, obwohl doch. Er hat nur einmal den Schrank angekrabbelt und jetzt reingeschrieben. Ja. Und rumgeworfen hat er noch nichts. Kamera. Und Fingerabdruck kenne ich auch ja, noch. Ja, warte, was könnte denn noch sein? Gefriertemperaturen, das wäre ein Shade. Ultravioletter Mining. Geisterbox könnte es noch sein, Ultraviolet Mining. Das heißt, Geisterorb ist raus und Dots ist raus. Da brauchen wir gar nicht. Perfekt, also genau das, was wir gerade eben geguckt haben. Okay, wir sind doch beide bei 70. Er hat das Licht ausgemacht. Nee, er hat den ganzen Strom ausgemacht. Eventuell, oder? Warte. Mach mal Licht an. Ja. Warte mal, Mining macht doch keinen Strom, oder? Ja, war der im Keller? Nee. Der Stromkasten, war der im Keller oder in der Garage? Ah ne, Mining war es nicht. Im Keller oder in der Garage, wo hast du den angemacht? Im Keller war er, glaube ich. Oder in der Garage. Ich glaube, er hat noch im Keller war. Weil der Keller ist ganz offen. In Spirit. Ja, wo ist der? Oder auch nicht. Du hast hier zumindest im Keller alle Spinde offen und so ein Scheiß. Ja, ich habe, da kannst du mit, kann man sich drin verstecken. Ne, kann man nicht. Da sind Boxen drin. Stimmt. Stimmt, habe ich ja gesagt. Hatte ich gesagt, glaube ich. Als ich da unten war. Ach doch, hier ist er, ich hab ihn gefunden. Strom ist wieder an. Schüchterner Geist zu entdecken. So, welcher davon mag keinen Strom? So. Ein schüchterner Geist würde ja nicht den Strom machen. Tatsächlich mag keiner von denen keinen Strom. Also jeder aber mag magst Strom. Magst du einmal drauf kommen? Ja. Alter, jetzt hab ich mich erschreckt. Was hat er jetzt? Das war nicht der. Fingerabdruck! Ah, warte mal, maximal ja, ganz seh's. Kurz. Nimm mal die Taschenlampe weg. Meiling. Taschenlampe weg, danke. Meiling. Zack. Abfahrt. Raus. Wir haben noch extra Aufgaben, die wir erledigen können. Ja. Und wir haben noch über 70 Energy gehabt. Das machen wir. Reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räuchern. Ja, gut, das ist ja einfach. Easy. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Bringe einen Geist dazu, ein Feuerlicht auszublasen. Schieße ein Foto vom Geist. Das sind eigentlich alles machbare Dinge. Meint ihr damit eine Kerze oder das Feuerzeug? Eine Kerze. Okay, eine Kerze hast du. Kerze hab ich. Dann räuchere ich. Den Bereich kann ich auch gleich reinigen. Ja, zack, und ich räuchere es. Zack. So, was ist dann jetzt noch ein Fotoapparat? Hast du den? Oder hast du den irgendwo hingelegt? Hab ich nicht dabei, musst du mitnehmen. Ja, hab ich. Perfekt. Warum machst du denn immer das Licht aus? Ja, dass nicht zu viel Licht an ist. Die kleine Lampe, da macht auch schon genug aus.
Ich glaube, ich würde den jetzt. Egal. Ich hätte jetzt, glaube ich, ihn erstmal die Kerze ausblasen lassen. Ja, habe ich auch gerade gedacht, als ich drauf gedrückt habe, aber. Ja. Er hat irgendwann noch eine Tür aufgemacht. Die hier, glaube ich, oder? Will er fliehen? Magst du mal den Fußabdruck fotografieren? Ja, wo ist denn einer? Da, oder so, hier. Gucken, war es einer? Ja, ja. Fingerabdrücke. Zertretenes Salz. Ah ja, cool. Aber wir haben die Kerze ausgemacht. Wir brauchen nur noch ein Foto von ihm. Foto von ihm, ich hol mal ein Fotoapparat nochmal. Den hab ich. Aber ja, kannst du auch einnehmen. Ein. Dann hol ich mal nochmal einen neuen Smudge. Was gibt denn hier? Warum piept dieses Handy oder was? Smudge und Fotokamera. Das Piepen, das ist der EMF wieder. Ah ja. Ja, aber du hast das Gradzahl jetzt nicht hier oben gelassen, ne? Oder doch schon. Nicht, dass er den Raum gemoved hat. Doch. Nee. Gradzahl habe ich nicht hier oben gelassen, aber wir brauchen ja keine Temperatur. Ja, nee, nicht, dass er sich hier in den Raum hier verkracht. Doch. Ich kann den Raum nicht wechseln. Kann mein Ding nicht. Oh, wir haben die Spieluhr. Oh, wollen wir triggern? Warte, Foto. So. Mach mal an und dann kommen sofort hier rüber zum Spind. Wobei, nee, nimm mit und dann mach sie an. Mit ja, hier wo rein. Leg ich sie denn hin? Und mit hier rein. Nimm die mit in die Hand. Nimm die Hand. So, mit linker Maustaste mach ich die an, oder? An und dann wegwerfen. Ne, wie geht die an? Mit rechter Maustaste eigentlich. Jetzt wegwerfen. Tür zu. Halt die Tür zu! Oh, Alter. Ich bin tot. Warum sind wir nicht? Weil die, wie schnell er die Tür geöffnet hat. Ich hab die Tür sogar zugehalten. Meine hat er halt geöffnet, aber. Ach du Doofkopf. Ja, ich hab sie aber zugehalten. Ich hab sie zugehalten, aber er hat sie trotzdem aufgemacht. Ich hab direkt wieder versucht, schnell zuzumachen, aber es ging nicht. Streamst hast du ein noch Foto was von anderes? Mir gemacht? Nee, ich glaub nicht, Esel. Nee, aber ich noch nicht. Ich nehme erstmal eine Tablette ein, dann kann ich in Ruhe dann ein Foto machen. Ich bin Tablette. Ja. Ja, ich bin aber noch bei 33. Aha, ja, warte, jetzt bin ich bei 44. 46. Scheiße, jetzt haben wir kein Foto von dem scheiß Typen gemacht. Ja, egal. 56. Durst auf jeden Fall. 61. Durst habe ich immer, mein Lieber. Egal, kack auf das Bild eigentlich. Ja. Wir wissen, was es ist. Wir haben zwei Aufgaben gemacht. Wir haben Fotos gemacht, die drei Sterne alle haben. Also Striker, vielen Dank für den Wassermarsch. Erstmal pissen gehen, Spaß. Ich dachte kurz, er hätte wieder Strom ausgemacht, aber das ganze Licht war einfach nur aus. So, und jetzt dürfte er nicht handeln. Ich bin über 70. Oder bei 60. Danke, dass du dir auch nochmal am Dings kommst. Wie du da wieder hängst. Du machst einen Depp einfach, während du so komisch hängst. Ja, ich bin halt cool. So, okay. Gut. Kannst rauskommen, ne? Ja, ich habe ein Foto von dir gemacht. Ja, Leiche wird gezählt. Perfekt. Perfekt, dann kannst du abfahren. Wow, Zeit zum Spielen! Oh, no. Ja, ich habe die Spieldose abfahren. Weggeschmissen und dann hat die ja aufgehört zu spielen und deswegen hat er dann nicht mehr gesungen. So, los. Abzufahren. Ab die Fahrt. Meiling. Ich würde ähnlicherweise mal gerne so ein Taille oder sowas haben, was ganz Neues. Ja, wenn man was Neues. Den ich noch nicht so wirklich kenne. Mir fehlt immer die gleiche, habe ich das Gefühl. Mhm. So. Ich würde so gerne mitzocken, habe aber nichts, woran ich zocken könnte. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Phasma gibt es nicht für die Switch, glaube ich. Tja. Aber nicht sicher. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Ja. Oh, ich bin Level 52. Tanglewood. Okay, perfekt. Bereit. Hast du alles hinzu? Ja, hast du. Perfekt. Okay. Drück du bereit und start. Let's go. Starte das Spiel. Wo alles begann. Unser erster Bericht. Ah, oh mein Gott, so schnell konnte ich nicht. Ah, oh, wieder Werbung war. Wow. Meine Güte, ist aber viel Werbung heute. Hat's vergessen. Und ich nehme noch ein Buch mit. Na, nein, Startup. Gut, das Ding. Kamera, also Taschenlampe brauche ich nicht. Stromaggregat. Zack. Nimm ich nochmal ein Buch. Wobei, Buch hast du dabei, ne? Ist irgendwo rechts oben.
Also hier auf der Ebene. Ja, ein Buch habe ich, ja. Wunderbar. Ah, hier in der Garage dann, ja, never mind. Ich nehme direkt den Autoschlüssel mit, falls der so ein Garagengeist ist. Oder die Zwillinge oder wer weiß was ich. Strom ist an. Er hat direkt die Türen gekrapscht! Aber welche? Ich habe keine EMF. Deine Tür da, die hier, die hat einen gekrapscht. Ja. Aber keine. 11,2. Vielleicht haben wir Flurgeist. Schon wieder. 10,6, das wird dir immer niedriger, ne? 15,3. 11,8, jetzt geht's wieder hoch. Ich scanne mal die Heizung. 14,5. Hier ist auf jeden Fall wärmer. Hier ist es kälter. Hier ist definitiv kälter. 10 Grad. So, und die Garage? Ist es ein Garagentyp? 14,3. Nee, dann eher der. Da ist eigentlich eher hier drin, ja. 12,3. Jetzt wird es aber auch wieder wärmer. Ja. Lass uns lieber nochmal weiter gucken. Oder doch hier und er kann einfach irgendwie die Tür überspringen. Komm zurück, das Strike. Oh, wir haben einen Voodoo-Zirkel hier. Ah, super. Er ist aber auch nicht hier, glaube ich. Nee, ist er nicht. Ist warm. Nee. Ein Treppengeist. Oder? Oder? Nee. Geh mal ins ein Essensgeist vielleicht. Ich geh mal ins Wohnzimmer. Nee. Geh in den Nebenraum davon. Das könnten halt auch die Zwillinge sein, ne? Oh. Das will ich jetzt mal gar aber nicht Zwilling, ausschließen. Fun Fact, Zwilling ist übrigens nur ein Geist. Ja, aber es sind an sich zwei Geister, you know? Ein Geist, der in zwei Räumen aktiv ist, genau. Ja, es wird als zwei Geister geschrieben. Wo bist du? Bist du hier? Der ist nirgendwo. Er hat wieder irgendwo die Tür aufgemacht, oder? Hab ich das richtig gehört? Ja, MF5. Er ist hier drin. Wo ist er? Oder? Wo hat er eine Tür aufgemacht? Ja, er ist hier in dem Zwischenraum. Also doch hier. Ja, und wir haben auf jeden Fall MR5. 7,9. Jetzt ist es ein bisschen kühler geworden hier, ja. Bist du hier? Hat die Garagentür aufgemacht? Ja. Aber hier ist 15,1. Also in der Garage ist er nicht. Also hier in den kleinen. Wie alt bist du? Also warum ist er hier? In der Garage hätte ich mich hingesetzt. Wo bist du? Okay, ich platziere mein Buch. So. Bist du hier? Mal Licht an. Ah, das. Oh, es flackert. Okay, nicht mehr. Ich lass mal Geisterbox einmal kurz hier. Er schreibt ins Buch. Okay. Ich hör's. Ja, und wir haben wieder. Oh, schon wieder dieselben wie gerade eben. Oh, nee, Digga. Spirit, Shade oder Meiling? Ja, safe wieder Meiling. Ey, ich wollte auch gerade sagen, ich markiere schon mal Meiling. Ha! Ah. So, warte, Geisterbox habe ich jetzt noch nicht bekommen. Ultraviolet, Gefriertemperaturen oder. Ich hole mir mal UV. Eine Kamera. Digga, safe ist es wieder Fingertouchies, ne? Safe. Er hat jetzt so viele Türen angetouched. Müsste wahrscheinlich wieder warten, bis einer. Ah! Okay, perfekt. Der andere wieder ja, Fingerabdruck. Ach, Digga, willst du mich verarschen? Ist ja voll langweilig. Abfahrt. Erstmal aus dem Haus wieder schnell raus. Nicht Gefriertemperatur. Meiling, es war so klar, ne? Es war so klar. Das kannst du dir nicht ausdenken. So, was haben wir noch für Aufgaben? Überblick. Erreiche einen durchschnittlichen Sanity von unter 25%. Schieße ein Foto vom Geist. Verwende das kurz. Das sind ja Scheißaufgaben. Um den Geist an der Jagd zu hindern, ja. Das heißt, ja gut, Sanity, das mit dem schaffen wir. Das mit dem Kruzifix könntest du gleichzeitig machen. Du legst den Kruzifix da rein und machst das mit der Sanity. Und wenn du mit der Sanity ja niedrig genug bist, will er ja handeln. Das heißt, so würde man den Kruzifix. Ja, wir könnten unten den Zirkel anzünden. Hast du auch oder haben wir nur ein Foto machen? Haben wir nur einen Kruzifix oder hast du den? Ich habe eins dabei. Okay, dann habe ich auch einen jetzt. Wir könnten unten den Zirkel anzünden und dann ein Foto von ihm machen und dann ganz schnell uns verstecken irgendwie. Aber lass uns erstmal gucken, wo wir Verstecker haben. Ich überlege gerade noch, was ich sonst noch mitnehmen kann. Nee, okay, ich kann nichts mitnehmen. Ja, guck mal, obwohl, unsere Sanity ist noch so haben wir noch einen zweiten. Ey, ich nehme noch einen zweiten Fotoapparat mit, falls du stirbst. Habe ich direkt einen in der Hand. Das ist keine schlechte Idee eigentlich. Striker, hast du noch andere Spielkonsolen, mein Lieber? Ja, nur eine, glaube ich. Nur die Switch. Soll ich den Kruzifix hier mal reinschmeißen? Du musst ihn platzieren. Du musst ihn mit F platzieren. Ach so.
Ah, früher musste man ihn einfach mit G reinwerfen. Ja, jetzt musst du ihn tatsächlich mit F platzieren. Hast du ein Feuerzeug mitgenommen? Haben wir das schon fotografiert? Ja. Nein. Nein. Jetzt aber. Wow, jetzt habe ich es auch fotografiert. Ich guck mal, wo das nächste Versteck ist. Ja, deiner hat golden, meiner nicht. Ah, perfekt. Sonst lass uns den auch um den Tisch lupen. Warte, oh, dann nee, hol ich mir kurz. Das kriegen wir beide doch niemals zusammen hin, oder? Das schaffen wir. Ich hol mal kurz einen Smudge-Stick. Ja, wir und können dann auch uns in den Schrank verstecken. Oder hier hinten. Ja, aber dann kriegen wir den Raum nicht ist auch gut. Na. Ah, ne, der ist mittlerweile zu. Das war aber auch mal ein gutes Versteck. Ja, ne, der ist immer mal wieder offen. Das ist random. Also, ich würde tatsächlich den um den Tisch lupen wollen. Ja, das wird schwierig. Weil Meiling, warte mal. Piep. Dreier. Ja, Meiling. Das hat bei der Jagd leise sind, aber steht nicht, wie schnell er ist. Wahrscheinlich Standardgeschwindigkeit ist nicht so schnell. Okay. Oh. Da ist er doch. Ja, das war nur Event, oh mein Gott. Ich habe gedacht, warum sehe ich den nur so ein bisschen, aber. Ja, das siehst du immer, den siehst du leider immer nur so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, aber es war nie jetzt nur ein Event gewesen. Okay, da wollen wir dann einmal. So, ich gehe mal runter und zünde an und dann springt. Ah, ich habe den Hauch gesehen. Ich habe den Hauch gesehen und ich habe mich trotzdem erschreckt. Warte, ich gehe mal raus und komme auf unsere Sanity. Ich habe Angst, dass sie zu niedrig ist. Überblick, also unter 25 insgesamt. Ja, nein, ich bin gerade bei 50. Ich esse mal was. Ja, wollten wir das nicht unter 25 schaffen? Ja, aber das schaffen wir mit dem Curse Hand locker. Und ich habe jetzt keinen Bock, dass ich wenn okay. ich unten das anzünden möchte, das dann anfängt zu handeln. Weil unten ist okay, kein Versteck. Ja, hast du ein Feuerzeug? Ja gut, okay. Ich habe ein Feuerzeug. Okay, let's go again. Here we go again. Ah, ich sehe schon kommen, einer von uns beiden wird nicht mehr lebend sein. Ich wahrscheinlich. Ja. Obwohl, du musst aber gar nicht drauf runterkommen, wenn du nicht möchtest. Soll ich dann schon am Tisch bleiben oder was? Aber er spawnt doch sowieso. Ah ne, er spawnt da unten, ne? Wie kann ich die Katzen anmachen? Mit F? Mit F? Ah, stimmt. Er spawnt doch da unten jetzt, ne? Und dann hat er auch hier da unten, im Kreis, ne? Ja. Und also wenn wir genug Sanity haben. Warte, wir können ein Foto von ihm machen. Wir brauchen noch ein Foto. Ja, das wollte ich ja machen. Deswegen. Ich mach an und dann laufen wir, ne? Foto und ich laufe. Ich habe irgendein komisches Foto gemacht, aber ob es jetzt wirklich ein Foto war, weiß ich nicht. Komm her. Komm her, lauf. Er ist so schnell. Ach, da an mich. Ich konnte nicht mehr rennen. Ja. Egal. Mach ein Foto von mir, bitte. Hast du ein Foto von mir gemacht? Ja, hab ich. Ja, also ich konnte nicht mehr rennen auf irgendwann, keine Ahnung wieso. Oh, das war das Kruzifix sogar. Ja, hat er daran genuckelt? Ja, hat gerade am Kruzifix. Alter, wir waren unter 25 und verwendet. Aber ich hab ein Foto gemacht. Du hast kein Foto gemacht. Ich hab ein Foto gemacht, aber er war in dem Moment nicht da. Oh. Er war in dem Moment nicht da. Guck mal, wenn ich das bei Interaktion, aber das hat wenigstens 2 Stunden. Egal, dann lass uns das skippen. Na gut. Aber guck mal, 0 Sanity, guck mal hier, das haben wir locker geschafft. Aber Interaktion war es wenigstens das Bild mit 2. Ja. Aber von daher haben wir da wenigstens auch nochmal was. Ja, was ein Scheiß ist. Geil. Schaffen wir auch mal eine Runde, wo keiner stirbt? Nein. Aber es ist doch das Lustige daran, wenn einer stirbt. Naja, eigentlich ist es auch cool, wenn wir mal alle überleben. So, dann ist es immer so über. Digga, können wir jetzt mal bitte einen anderen Geist haben? Das wäre mal was. Nicht schon wieder Meiling, komm, da bitte ein Shade oder was weiß ich. Aber nicht wieder Meiling, das ist langweilig auf Dauer. So. Wir nehmen das Farmhaus. Willst du schon wieder Tanglewood? Ja, Tanglewood ist halt geil. Du kannst ihn halt, du musst dich nicht verstecken, du kannst ihn immer um den Tisch lupen. Das ist so chillig. Alter, du hast ja gesehen, wie es funktioniert hat. Ja, für mich hat es super funktioniert. Ja, ich konnte irgendwie nicht rein. Egal, du kannst Start drücken. Das Ding ist, wenn du dich im Schrank versteckst, wird das safe zu dir gehen wahrscheinlich sogar. Hä, warum? Weil er dich denkt, dass du bist ein einfaches Tier. Ja, jetzt kommt aber auch wieder auf den Geist an, ne? Ja. Macht ja nicht jeder. Also wenn der jetzt zum Beispiel dich gespottet hat, bleibt er auch bei dir. Das ist aber nur der Revenant, der das macht. Ja? Ich glaube schon, ja. Der dann bei dir bleibt. Der Yurai zum Beispiel, glaube ich, war es. Der hört auf Sounds. Speedrun! Das heißt, wenn du leise bist, juckt sie. Ja, kann er nichts machen. Strom ist an. Ich nehm direkt eine Kamera mit. Strom ist an.
Du hast ein Freezing-Teil mit, ne? Ja. Und ich habe auch EMF mit. 9,5 hier wieder in dem coolen Raum. Oh nein. Ich habe den Knochen gefunden. Alter, warum ist hier so dunkel? Achso, weil ich kein Licht habe. Ich habe den Knochen gefunden, mein Lieber. Perfekt. Ein Fotoapparat habe ich jetzt nicht. Ich mache mal direkt hier in den Mittelraum eine Kamera hin, ne? 9,5 hier im Flur. Living Room. Ach, du hast ein Fotoapparat mitgehabt? Ja. Nee, hast du nicht. Nein, habe ich nicht dabei. Okay, dann hole ich gerade einen. Er ist wieder hier. Ernsthaft? Ja. Buch platzieren, fertig. So. 5-1, ja, er ist hier. EMF3 diesmal. Meiling, ich sag Meiling. Nee, ich hab EMF3 diesmal hier. Ja, das hat nichts zu heißen. Also, ja, nicht immer unbedingt, so. So, ich nehme jetzt eine Box mit und... Ja, jetzt kannst du auch du den Fotoapparat nehmen. Dann nehme ich jetzt den Dots noch mit. Dann nimm du eine Fotoapparat mit. Ich nehme dann mal Kamera. Ah, ne, Kamera hast du schon, ne? Ja, Fotoapparat. Nimm das, damit du ein Knochenbild machen kannst. Knochen einsammeln und bam. Ja, vor allem wegen dem Fingerdrücken auch. Er hat eine Tür irgendwo aufgemacht? Oder hast du gerade eine zugemacht? Ja, EMF2. Auf jeden Fall kein EMF5. Er ist hier hinten gewesen. Ich glaube, er ist hier im Flur. Aber ich bin mir nicht sicher. Geh mal hier weg. Du stehst voll im Bild. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Hallo? Hallo? Bist du hier? Bist du hier? Wie geht's dir? Wie ist dein Name? Hallo? Nee, okay, reden will er nicht. Erstmal nicht. Sollen wir hier mal. Also, du meinst ja, wenn ihr im Flur dann. Ich hab einen Dotti gesehen direkt. Ich hab den platziert und ich hab direkt irgendeinen Fuß gesehen. Gas-Event. Mach ein Foto von. Ich bin weggelaufen. Ja, der hat ein Foto gemacht. Der hat eine Überladung gemacht. Wie eine Überlandung? Du hast doch gesehen, dass die Dings da explodiert sind. Achso, ja, ja. Ich glaube, also mein Guess, Raichu. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich vote ihn mal an. Ups, da. Was habe ich jetzt? Was war jetzt eigentlich? Ah ja, ich meine, ich hätte einen Fuß im. Ich habe es gerade platziert, das Ding, und ich meine, ich hätte direkt einen Fuß gesehen. Irgendwie. Warte, schauen wir mal. Mach die Taschen aber. Achso. Man sieht die Tür. Du musst es umdrehen, glaube ich. Ja, weiß ich doch. Weiß ich. Ah ja. Weil ich das anders platziert hatte. Aber eigentlich ist er da im Raum drin, nicht hier im Living Room. Ja, aber er ist ja da in dem Wohnzimmer gespawnt, ne? Er ist in dem Wohnzimmer gespawnt. Weil Tür die ganze Zeit schon. Ja, die war die ganze Zeit so. Ich würde gerne nochmal eine zweite Kamera im Utility Room packen. Ja, lass sie erstmal so. Lass sie erstmal so und wir gucken. Ich guck mal kurz. Nee, oh my god. Das ist ein Bug mit dem Fuß. Nee, okay, keine Ahnung. Ja, kannst du eigentlich nochmal mit dem Freezing-Teil gucken, wo genau er wäre. Du kannst jetzt aber auch erstmal in die nächste Kamera wechseln, theoretisch. Warum wackelt die so? Die hat einen Anfall. Nicht. Die hat einen Schlaganfall bei mir. Also bei mir ist sie komplett chill. Ja, bei mir wackelt die. Wow. Aber die ist ein bisschen sehr nah an der Tür, glaube ich. Ja, ich habe sie so sozusagen in der Tür platziert. Ich würde nochmal einen kurzen Fix mitnehmen. Und nochmal so ein Geräusch. Ich habe keinen Orb und keinen Dot gesehen bis jetzt. Oder ich habe den Dot jetzt einfach nicht mehr gesehen. Weil, keine Ahnung, ich bin mir sicher, als ich das platziert habe, dass ich da direkt einen Fuß gesehen habe. Er hat Strom ausgemacht, ey. Ach stimmt, ja, gerade eben wegen Gas-Event, ne? Ja, er hat's kaputt gemacht. Magst du noch mit reinkommen? Ja, ja. Irgendwie Salz platzieren oder so? Salz kannst du gerne mitnehmen, ja. Wir haben schon zwei, ne, eine Aufgabe. Werdezeugung eines Geister-Events. Okay. Fotoapparat hast du noch? Ne, hab ich nicht. Hab zurückgepackt. Dann nehme ich einen mit, perfekt. Gut. Müssen wir gleich mal Strom anmachen? War im Keller, oder? Nee. Was? Im Keller? Nee, war in der Garage. Garage, ja.
Ich laufe erstmal im Keller. Let's go. Ist an eigentlich. Ja, ist an. Ach stimmt, da hat ja eine hier vorne die Glühbirne kaputt gemacht, ne? Dreier. Stimmt. Ja, hier vorne ist das Licht kaputt, weil hat kaputt gemacht. Ja, er ist da in der Ecke gespawnt, hier hinten. Wo hast du denn das Temperaturteil? Das habe ich wieder mit zurückgenommen. Warum? Ich gehe mal wieder zurück. Geh mal looken. So, jetzt in jeden Raum hier, wo wir verdächtig haben, was platziert. Ach, man kann nur zweimal im Salz platzieren. Mit dem Ding. Machst du mal Licht aus in den Raum? Ja. Perfekt. Du kannst mit dem Tier 1 nur zweimal platzieren, das ist richtig. Er ist ins Salz gelaufen, hier im Flur. Wunderbar, mach ein Foto. Keine Ahnung, ich habe kein UV-Licht. Also ich habe ein Foto davon gemacht, aber keine Ahnung, ob da Fußschritte sind. So. Alles gut. Aber es kann ja eh, also müsste ja eigentlich, weil es ist ja kein Gespenst. Ah, ich hab Dots. Dots, ja? Ja, Dotties. In dem Raum dann, oder was? Hat er eigentlich ein Buch geschrieben? Nee, hat er nicht, ne? Dann hatte ich vielleicht doch wirklich da ein Buch, Fuß gesehen. Dann war der da kurz. Aber was haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben bisher nur Dots, der ne? spielt privat mit Daniel und Anni. Was hast du gesagt, hab ich die letzten 20 Minuten verpasst? Ach, wir sind nur in eine neue Runde rein. Alles gut. Wir haben jetzt, letzte Runde haben wir Speedrun gemacht und jetzt sind wir nochmal gut dabei. Was hatten wir jetzt? Was hatten wir jetzt alles eigentlich? Also, wir haben jetzt eigentlich nur Dots und wahrscheinlich und keine EMF5, würde ich sagen. Ja. Dann habe ich nämlich mit Sicherheit, als ich das platziert habe, wirklich einen Fuß gesehen vom Dot. Es kann gut sein. Weil jetzt hat sich ja bestätigt, dass wir Dots haben. Dann war das Safe kurz da. Und dann aber, als wir dann hier geguckt haben, war der schon wieder hier in einem kleinen Raum. Okay. Zwillinge sind raus, okay. Aber Reitschuh ist noch da. Gut. Gut. Wir haben beide noch über 80. Wir haben durchschnittlich noch 80, so. Ich nehme nochmal einen Bewegungssensor mit, glaube ich. Oder? Nee, lass ich. Nehme nochmal. Ah, doch, nehme ich mit. Schade nicht. Hier in dem Salz, hier mitten im Wohnzimmer, sind nicht reingelaufen, okay. Aber hier in dem Raum auch nicht, oder? Ah, ne, hier habe ich gar nicht platziert, stimmt. Irgendeine Tür gerade angegrabbelt? Ja, die Tür hier. Es klingelt! Telefon! 3,6 Grad sind hier drin. Oh, Alter, hier sind einfach 21 Grad. Er hat schon wieder angegriffen. Der ist sehr aktiv gerade. Warte, ich hol mal... Es gibt auch einen Geist, der immer aktiv ist, wenn Spiele in der Nähe sind, ne? Ja, und der war nicht aktiv, als wir drin waren. Nicht drin waren. Ich hol mal UV-Lampe. Wir kommen wieder rein. I'm back for you. 2,3. Nee, das scheint schon mal nicht drauf. UV haben wir eigentlich nicht. Ja, vielleicht sind sie schon wieder weg. Warum hat doch gerade wieder irgendwas angegrabbelt hier. Die Garagentür? Ich mach den mal zu. So. Ich hab grad einen Dot gesehen. Geil. Ich mach mal die Tür zu. Gucken, ob er sie aufmacht. Ja, dann können wir das nochmal checken. Er hat schon wieder irgendwas gemacht. Aber die Türen nicht. An den Türen war es nicht. Die Türen waren es ja, nicht. Ja, ich hab auch keine UV-Lampe bisher jetzt. Ich hätte eine Tasse hingeworfen. Er hat schon wieder Strom ausgemacht. Oh, ja. Ich hab ein paar normale Geräusche. Er hat eine Tür geöffnet. Aber nicht hier, aber nicht hier, aber nicht hier. Aber nicht hier. Wo dann? Scheiße, ich weiß es nicht. Na doch, er ist hier oben. Ich hab doch gerade Dots gesehen hier. Ja, aber er hat irgendwo anders eine Tür geöffnet. Ah! Ich geh mal. Oh, hab ich mich verjagt jetzt. Oh, nein, er ist in der Garage gespawnt. Er hat sich da gezeigt, Alter. Ich hab mich so erschreckt. Stimmt, er huntet.
Oder? Nein, er huntet nicht. Oder? Ich doch. Die Kamera ist gerade so ein bisschen. Ja, die Flashlight flackert, ja, irgendwie schon. Aber ja, die huntet. Tür, die Haustür ist auf. Es war ein Event. Es war ein Event. Alter, ich wollte in die Garage gehen, das Ding wieder anschalten, auf einmal spawnt er, der macht ein Event. Alter, er hat mich so erschreckt kurz. Alter, ich bin jetzt an der Haustür gerade, weil ich... Oh, ich gedacht habe, bevor er jetzt anfängt zu handeln direkt, Alter, gehe ich mal erstmal weg. Huh! Da hat er mich bekommen. Warte, ich geh mal kurz gucken, was unsere Sanity sagt. Ich glaube nicht so gut. Wir müssen da... Ach, du bist noch da. Ach, du bist sowieso hier dran. Ja. Ich bin bei 57 und du bei 64. 67, wie auch immer. Also ich glaube, wir haben keine UV-Lampe. Also das haben wir auf jeden Fall nicht. Nee, wir haben so oft nachgeguckt. Was kommt denn nicht mehr in Frage? Ah ja, das Phantom. Geisterorb haben wir auch das nicht. Das Phantom ist dann weg. Geisterbox hatten wir. Hatten wir Geisterbox? Ich hatte mit denen versucht zu reden überall da, aber ne. Ich glaube, dann haben wir keine Geisterbox. Ich glaube es nicht. Man kann es zwar nochmal probieren, das wäre so eine Sache, aber... Geisterbuch, weiß ich nicht, hat da noch nicht reingeschrieben, ne? Ja, und Geisterorb, auch eine gute Frage, keine Ahnung. Geisterorb bräuchten wir, wenn es wirklich ein Reitschuh wäre, ne? Ja. Bis jetzt habe ich noch keinen. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich nur noch Gespenst und Oni zur Auswahl habe. Er hat wieder eine Tür geöffnet. Warum habe ich das hier gehört? Ich habe hier eine Tür gehört. Weil wir da drin ein... Du hast ein paranormales Geräusch gehört. Das auch, ja. Aber wir haben hier drin auch ein Mikrofon eingebaut. Ich habe da ein Mikrofon hingepackt. Ah, verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Das müssten wir noch machen, dann hätten wir alle Aufgaben. Aber dann ja, machen so wir... Gespenst wäre Geisterbox. Oni wäre keine Geisterbox. Also, Oni ist gefriert. Aber wir haben keinen Orb, Gespenst. Digga. Ich habe bis jetzt keinen Orb gesehen. Egal in welcher Kamera ich gucke, es ist kein Orb vorhanden. Also dann haben wir auf jeden Fall keinen Orb. Dann habe ich den Orb auch schon durchgestrichen. Ich könnte nochmal wegen. Ich würde nochmal gegen Temperatur. Ist raus, Junge. Ich würde nochmal wegen Temperatur gucken. Ja, nicht Geisterbox. Muss mal mit rein? Orb. Ja. Ja, da wär's jetzt ein Gespenst, Diogen oder Oni. Warte mal, Oni. Oni, meine ich. Ich nehme nochmal das Ding. Warte, aber er hat zweimal Strom ausgeschaltet. Wer von denen guckt, macht eher Strom aus? Der Diogen, Oni oder Gespenst? Warte, ich schau mal. Ja, das passt aber zu Oni. Das passt zu Oni. Guck dir mal Oni an. Ja, warte, wo ist Oni da? Oni verschwindet weniger häufig, während sie ihre Beute jagen. Gut, das haben wir noch nicht gesehen. Gut, wenn Menschen in der Nähe sind, werden Oni deutlich aktiver und zehren am Geisteszustand alle um sie herum, wenn sie erscheinen. Ja, aber das wir haben immer noch... Ja, gute Nacht, Esel. Schlaf gut. Er ist ja immer aktiv geworden, wenn wir nicht mehr da... Ja, er ist immer aktiv geworden, aber er hat uns nicht so gefickt, weißt du? Mit dem Kopf. Und der Strom ist immer noch aus. Ich bin wieder im Haus, by the way, ne? Ich komm rein, alles gut. Also, ich tendiere zur Uni. Ehrlich gesagt. Ich hab den Strom mal wieder angemacht. Perfekt. Gucken, wie lange der anbleibt. Ja, beim Freezing. Minus 3. Haben wir jetzt auf einmal Freezing? What the fuck? Ja. Out of nowhere. Das ist ein Uni. Ja, geil. Hab ich ja gesagt. Gut, ja, deine erste Vermutung war aber Reitschuh wegen dem kaputten Licht. Ja. Jetzt müssten wir das eigentlich noch mit dem Kruzifix hinbekommen, ne? Ja, Kruzifix, wenn er huntet. Ich hab schon wieder eine Tür gehört. Warte mal, wir können auch noch ein zweites Mikrofon aufbauen. Genau, das ist der Raum da, wo er drin ist. Verwende das Kruzifix, um den... Aber warte, er ist trotzdem noch aktiv, obwohl wir gerade nicht drin sind, ne? Er macht immer noch Türen auf. Hä? Das ist das Einzige, was jetzt Sinn macht. Moni. Guck, er ist schon wieder da mit dem Dot durchgelaufen, oder was? Oder ist das die Tür? Nee. Er ist immer noch aktiv. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Und doch wieder. Ein bisschen. Wieder. Und also normalerweise ist es ein... Ja, okay, egal. Ich meine, es ist ein Uni, ja, aber... Ne? Gut, ich würde aber nochmal einen Kruzifix rein. Kurz platzieren und dann... Kommst du nochmal mit? Und kannst, wenn du willst, auch nochmal so ein Soundding platzieren. Das hier, so und das hier? Ah, okay. Ja. Während der Jagd? Kann man das mit dem Kruzifix... Okay. Ich habe einen Smudge-Stick auch noch dabei, also. Er hat schon wieder in den Strom ausgeschaltet. Ich hasse ihn. Wo soll ich das Mikrofon denn platzieren? Ist an. Wo? Hier? Ja, das kannst du einfach mal zum Beispiel in der Garage platzieren, wenn du willst, genau. So.
Garage dance, konnten wir nicht verstecken. Dance, dance, with your hands. Aber das Kruzifix macht den doch normalerweise während der Jagd nichts, oder nicht? Kruzifix? Also es verändert halt, wenn er handelt, verändert er das. Aber wir haben auch noch kein Spiel so gefunden, ne? Ach, oh, er handelt! Geister-Event. Ein Geister-Event, ganz normal. Nee, ich hab jetzt keine Kamera dabei gehabt. Das war jetzt ein bisschen doof. Ey, wieder. Er handelt jetzt! Ich bin genau in dem Moment rausgegangen. Oh, Alter. Er handelt. Ja, komm, lass fahren. Bruder. Alter, das war genau dasselbe, ne? Erst macht er eine Show und dann landet er. Aber gut, weil ich am niedrigsten war mit 45. Ja, der Uni, der mag ja Show, das passt. Und, ey, es war Shade, Spaß. Oh nein, es war ein Revenant. Es war ein Uni. So, okay. Welche Map jetzt als nächstes? Farmhaus. Joa. Ich würde nur noch eine Runde machen und danach würde ich mich, glaube ich, auch verabschieden. Gut, dann nicht 2 Stunden gestreamt erst. Hui. Naja, gut. Okay, ja, sollen wir Farmhaus? Ja, Farmhaus können wir machen, alles gut. Sorry, ich war kurz, Ja, es war pure Stille. Pure Stille. Du musst Start drücken. Sabi. So. Ja, bereit. Du musst bereit drücken bei mir. Ja, ich hatte gerade bereit. Warte. Jetzt. Egal, aber das ist das halt ein niedriger Stream. Ein kürzerer Stream halt einfach fertig. Alles gut, du. Der erste Stream ist ja leider abgekackt wegen der Scheiße. Ja. Mann. Shit happens. Gut. Weißt du, für YouTube ist das nämlich blöd, weil ich uploade immer und dann habe ich jetzt 2. Twitch halt, ne? Für Twitch ist halt kacke. So, ich gehe jetzt mal beim Standard-Breaker-Spot gucken. Ah, ne, der Breaker ist diesmal woanders. Alter, warte, dann schaue ich mal hier. Ich bin gerade noch, hab gerade die Kamera aufgebaut. Er ist ganz oben im Dachboden, perfekt. Ganz oben im Dachboden, das ist ja toll. Da kann er uns direkt handeln. Hoi! Nett. Gehst du auf den Dachboden gerade schon? Ich gehe auf den Dachboden gucken. Ja, perfekt. Hast du ein Freezing-Ding schon? Ich hab ein Freezing-Nager dabei. Okay. Freezing-Nager. Dann gehen wir von hier oben, also von ganz oben alle Räume durch. Ich würde die Tür da gerade mal, die da offen ist, ein bisschen im Auge behalten. Ja, ne? Andere Seite. Ja, ich hab sie gesehen. Moin, Super Pizza! Lange nicht mehr gehört! Was geht? Alles fit bei dir? Strom, Mann. Oh, nie. Strom ist oh, an. Nie. Oh, nie. Oh, nee. Oder Mailing. Ne, Mare war das. Ne? Ne, was hatten wir gerade eben? Und gerade eben hatten wir Oni. Lass direkt hier in den Raum gehen, genau. Genau. Direkt eine Kamera platzieren. So. Ja, direkt mal gucken, ob hier ein Orb ist. Vielleicht ein Girl. Stimmt, man kann ja auch so in der Kamera sehen, ob hier ein Orb ist. Wunderbar, das ist doch super. Was ist? Man kann auch so jetzt in der Kamera sehen, ob ein Orb ist, ne? Ja, du kannst die Kamera sogar drehen. Ja, ich stehe aber ja gerade. Ach so. Aber so ja, müsste ich den Orb auch sehen und, Ja, mir geht's auch super. Danke der Nachfrage, mein Lieber. So. Ich platziere schon mal. Ne, wo war das? Hier war nix, ne? Da war nix. Man hört deinen Freund kaum im Stream. Das können wir ändern, tatsächlich. Licht funktioniert noch. Red mal. Hallo. Hier ist ein Knochen. Ich habe kein Fotoapparat mit. Machen wir das ein bisschen leiser. Machen wir das wieder lauter. Und dann müsste das jetzt eigentlich passen. Ich habe einen Knochen gefunden, mein Lieber. Ja, ich habe gesagt, da ist ein Knochen, aber ich habe kein Fotoapparat. Hast du ein Fotoapparat? Nee. Nee. Dann merken wir es einfach hier oben in dem Raum. So. Ah, geil. Jetzt ist Werbung. Das Badezimmer ist doch hier offen. Wo ist Badezimmer? Das ist direkt gegenüber gewesen. Das war ganz offen. Nee, das habe ich aufgemacht. Okay. Aber das hier warst du nicht drin. Das war auch nicht. Da war ich, weiß ich tatsächlich gar nicht. Warte mal. 17,2. Bisschen zu viel. Hier im Flur vielleicht. Guckst du auch im Flur mal?
16,3. Warte mal. Ey, da ist noch ein Raum. Wer huntet? Spaß, nein. Nein, huntet nicht. Wer ist der ist wahrscheinlich unten. Ja, kann gut sein. Wenn er gleich den Dings anmacht, dann weiß ich schon Bescheid. Wenn er den hier. Boah, diese Werbung, Alter. Eine Minute muss mir das an. Ja. Mein Fehler, sorry. Ist er hier irgendwo? Nee, warte mal. Wenn ich das Licht habe, ich gerade eingemacht. Ja, ist er hier in der 17. Küche vielleicht? Oder hier im Wohnzimmer, Küche, wie auch immer. 18. Und hier im Wohnzimmer? Sind tatsächlich jetzt getrennte Räume. Ich glaube, das sind getrennte Räume, ja. Dann haben wir noch hier hinten. Hier haben wir auch noch einen Hinterausgang. Wer ist wieder hier hinten, da wo er immer ist, chillt. Bin raus für heute, viel Spaß noch. Danke, dass du Striker, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche eine wunderschöne Nacht. Wie viele hier Räume? Ist er wieder. Er ist hier. Ja, er ist Retalk hier. Ernst, Digga. Er ist hier. Wir haben sogar Freezing, glaube ich, sogar hier. Genau bei den Spinden, wo man sich verstecken kann. Perfekt. Ja. Digga. Warte, habe ich nicht ein Boot dabei? Bist du hier? So. Wie kalt war es denn jetzt hier? War es wirklich Freezing? Wie ist das neue Update so? Geil eigentlich. Sorry für den Werbeblock. Kein. Passiert leider. Wie kalt aber das neue Update ist cool. Wie kalt ist es denn hier? Es sind. Warte. 3,2. Hast du es auch schon angespielt? Ich geh mal rausgucken. Ja. Ja, nice. Auf jeden Fall. Warte mal, dann lass uns mal Kamera holen. Oder hast du schon? Die Kamera habe ich hingestellt. Perfekt. Dort auch schon? Dort nicht, das hatte ich jetzt okay. Nicht. Dafür hatte ich das Buch hingelegt. Ah ja, alles gut. Dann ich könnte kurz zurück. Genauso gut. Geisterbox. Ja, passt. Nee, noch nicht. Musst du machen. Sag ich dir. Musst du machen. Ey, wir können gleich mal den Knochen fotografieren. Ja, dann gehe ich den mal kurz fotografieren. Ja. Ah, zack. Dann kannst du in der Zeit ja nach dem Dot gucken oder so. Ja, warte mal, ich mach mal Dot selber mal in die Mitte. Lass die Kamera. Okay. So, welcher Raum war das denn nochmal? Bist du hier? Wie ist dein Name? Sollen wir gehen? Wo war der Knochen? Bist du hier? Nicht in dem Raum. Hier. Wo bist du? Ja, genau, hier. Ja, keine Ahnung. So. Das sind doch mal Huren, sondern will mir antworten. So, Knochenfoto 3 und hab auch aufgehoben. Aber ich habe auch noch kein Spielzeug gesehen. Hier müsste eigentlich nur so ein Spielzeug safe sein. Ja. Safe. Müsste eigentlich. Also Cursed Objects müssten eigentlich ein bisschen was rumliegen. Und hier müsste auf jeden Fall eins liegen. In dem großen also, Raus. Aus. Gerade eben war er aktiv. Shade. The Challenges. Sag ich einfach stumpf Shade. Boah, mein Internet ist heute voll schlecht. Könnte auch meins sein, ich bin mir nicht sicher. Aber das ist immer kacke, wenn Internet nicht funktionieren möchte. Ich müsste eigentlich auch mal Licht anmachen. Für meine Sanity, das wäre gar nicht so schlimm. Ah, wir haben EMF3. Ja. Hat eine Säge gerade runtergeschmissen. Hey. Was hat er denn gegen Sägen? Was ist da alles neu dazugekommen? Es gibt verschiedene Tier von Gegenständen. Ja, okay, keine Ahnung. Ich finde jetzt auf also die Schnelle hier nicht irgendwie irgendwas. Ja, ist gut. Also es gibt halt verschiedene Tiers. Also du kannst, es gibt 1 bis 3 und je nachdem sind auch die Gegenstände gut. Es gibt zum Beispiel ein Stufe 1, Tier 1 Thermometer, das ist ein ganz normales Thermometer, was du auch von zu Hause kennst, so, was du an die Wand hängst. Als zweites dann das, was genau das hier. Und dann als drittes gibt es nochmal ein ganz cooles neues. Das ist nochmal ganz viel, viel cooler. Es gab ja auch noch irgendwie dreckiges Wasser, aber das ist nur welche, die auch im Bad sind, oder? Oder war das egal? Ich weiß es jetzt nicht mehr.
Hier oben ist auf jeden Fall nichts. Auf dem Dachboden habe ich nicht geschaut, da glaube ich aber irgendwo nicht. Ich gehe mal raus. So. Also, ich muss ganz kurz weg, tut mir leid. Was wollte ich machen? Ich hab's vergessen. Ich bin ganz niedrig mit meinem Kopf. Wie, das war kein Parabolmikrofon. Ich hab 32% und er hat nicht gehuntet. Echt? Okay. Ja. Das Internet macht den ganzen Tag schon so Faxen. Ah, shit. Ich hab gehört, dass T2-Kopfkamera auch eine Taschenlampe hat. Ja, das ist genau das Ding hier, was wir gerade haben. Guck mal. Du hältst einfach T gedrückt und hast alle drei Slots einfach frei. Ich kann zum Beispiel jetzt einfach mal das mitnehmen. Jetzt kann ich mal durchscrollen. Ich hoffe, er hat den Raum nicht gewechselt. Ich habe trotzdem eine Taschenlampe auf dem Kopf. Und tatsächlich Tier 3 hast du tatsächlich ein Nachtsichtgerät. Das ist noch was ist denn das hier? Achso, ja, stimmt, wenn du auflevelst. Ich sehe keinen Orb und keinen Dot in dem Raum. Warte, ich schau auch mal. Ich sehe da absolut keinen Orb. Also Orb auf jeden Fall nicht. Aber ein Dot auch nicht. Was? Naja, Dot, Orb sind das nicht. Ah, ja. Ist mega cool. Also es macht mega Fun, das neue Update, ja. Dots und, also Orb würde ich auf jeden Fall schon rausstreichen. Das wird man ja direkt sehen. Ja, und Dot... Dots würde ich noch nicht rausstreichen. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Ja. Ich glaube nicht, dass Dots sind, aber. Ja, ich mach mal Geisterorb und Dots raus. So, die Zwillinge. Hast du den Shade Knochen schon drin? Fotografiert? Ja, das Knochen ist fertig, der ist durch. Was ist ja, mit Shade? Shade ist raus, weil. Weil ich jetzt Dot und Geisterorb weggemacht habe. Aber ich hätte Shade jetzt halt gesagt, weil er relativ schüchtern ist, weil er macht nichts. Nee, also wenn du Geist und Dots und Geisterorb wegmachst, dann ist Shade noch drin. Also. Hast du irgendwas anderes noch an? Ah, nee, ich hab nicht hingeguckt. Sorry, ich hab's ihn halt nicht gesehen. Ja. Ich nehme mal was ein, weil guck mal, jetzt ist er aktiv, wo wir nicht drin sind. Ja. Und Shade ist ja schüchtern. Und ich hab 33%, die er hätte längst handeln können. Hat aber nicht. So, nochmal einen zweiten Bewegungssensor. Achso, und das ist auch der Tier 2 Bewegungssensor. Den kann ich dir gleich auf dem Monitor zeigen. Der bildet dann so eine V-Form. Tatsächlich Tier 3 ist dann so eine Kamera, die du auf dem Boden platzierst und das ist so ein rundförmige Ding. Das dreht sich dann die ganze Zeit und detektet dann, wenn sich was bewegt. Hast du eine zweite Kamera noch platziert cooler. Oder was? Nee. Nee, ich habe noch eine zweite Dings passiert. Ja, er läuft durch den Sensor. Ja. Aber ich sehe keinen Dot. Dann sind Dots auf jeden Fall raus, glaube ich. Nee, ich habe keinen Dot gesehen. Jedes Mal, wenn diese Bewegung... Nee, da ist kein Dot. Guck mal, wie oft der da durchläuft. Ja. Mit dem Bewegungssensor, ne? Und es ist kein Dot da. Er hat was rumgeschmissen. Er hat irgendwas hochgeschmissen. Oder war es das Buch? Ich guck mal... Nee, mehr rein. Haben wir ein Buch reingetan? Buch haben wir reingetan, glaube ich, ja. Oder hat er ein Buch weggeschmissen? Irgendwas hat er weggeschmissen. Kurz hochgehoben und dann... Nee, wir haben EMF3 hier drin gehabt. Gute Frage, was er da rumgeschmissen hat. Ich hab's nicht gesehen. Ich konnte es nicht erkennen. Das sah sehr flach aus. Zwei EMF3. Er hat ein Buch geschrieben. Ah ja. Er hat das Buch umgeschmissen. Wunderbar. Dann hat er das Buch umgeschmissen. Ah, und er hat das Buch geschrieben. Wunderbar. Es könnte immer noch ein Shade sein. Das ist cool. Ja, ich glaube, Shade ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, weil er wirklich, er ist halt einfach so schüchtern, aber er macht was, während wir... Er hätte mich ja schon zweimal handeln können, gefühlt. Ich war ja die ganze Zeit am Rumlaufen im Dunkeln, oben in den Räumen und er hat kein einziges Mal gehandelt, weil jede Tür war auf. Also, I mean... Und er macht was, wenn wir nicht da sind. Also, hallo? Ja. Shade Incoming, was bräuchten wir noch dafür? Gefriertemperaturen, die einfach nicht kommen wollen und EMF5 oder was? Ja. Achso, negatives Ding ist übrigens, dass alles resettet wurde. Du hast halt, startest immer von null. Ja, das ist negativ. Ich hatte so viel Geld und so ein hohes Level.
Ich hatte einfach alles. Ja. Ja, ich war auf Level 43, was hast du jetzt noch genommen? Was hast du noch mitgenommen jetzt? Nochmal Temperatur, ich will nochmal gucken. Weil es nämlich gerade aktiv, weißt du, jetzt hat er die Stärke 5 kurz gehabt und dann auf Stärke 2. Oh, nix hier. Bist du drin? Ich bin drin, ja. Ja, jetzt geht's runter. Wir haben Minusgrade, wir haben 8,6 Grad. Minus ja, 8,6. Geil, Shade, Junge. Auf jeden Fall. Also er wird immer wahrscheinlicher. Wir haben jetzt noch Dämon und Moroi dazu. Ja, aber die Dämon glaube ich nicht und Moroi auch nein, nicht. Nein. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist ein Shade. Dann haben wir eben auf Level 5, aber ich habe noch keine Dämon. Du bist reingegangen und schwupp, bam, Junge, ja. Hat da keinen Bock mehr gehabt. Super Pizza, vielen Dank, dass du dich um Pando kümmerst. Danke schön. So, du bist draußen, ne? Bin drin. Gerade, aber ich gehe jetzt raus. Achso, ja, okay, geh mal raus. Ich will mal gucken, ob er in der Zeit dann wieder was macht. Ich nehme mal mein EMF 5 mit. Ja, gern. Danke dir. Bist du draußen? Ich bin raus. Okay, dann warte mal kurz. Meistens braucht das was. Weil in der Zeit, wo du drin warst, null. Absolut null. Bis jetzt gerade macht er gar nichts. Aber gut. Wie soll er denn auch aktiv sein, wenn er nichts mehr rumwerfen kann? Ja. Ich würde jetzt einfach mal so einen Soundsensor reinbauen. Damit wir gucken können, ob da EMF oder so ein Schalt. Shit dran ist. Shit happens. Genau. Ah, hab ich sogar in der Hand gehabt. Wow. So, das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich nur noch EMR5, ne? Genau. Gerade macht er gar nichts mehr, ist einfach tot. Ich mach nochmal Salz rein. Er macht einfach gar nichts mehr. Gar nichts. Ein paranormales Geräusch. Hast du irgendwie dieses Teil mit? Das hatte ich versucht aufzunehmen, hat er nicht, wollte nicht. Ja, okay, gerade macht er wirklich nichts. Der hat gar keine Lust. Wie sieht's aus mit meiner Sanity? 51. Ich war ja auch gerade eben bei 33, hat nichts gemacht. Weißt du, also absolut gar nichts. Er hätte einfach mal sagen gesund. So, und jetzt fräse ich dich. Nee, ja. Ja, ist da durchgelaufen, wie cool. Ja, er macht auch gerade nichts. Er ist absolut nicht. Ja, ist komplett gechillt. Der ist aber direkt durchs Salz durchgelaufen. Also mit dem, mit Shade zusammenleben kannst du. Ja. Weil vor dem brauchst du keine Angst zu haben. Ja, das ist keine Stärke. Ja, jetzt Stärke 5, Ja, jetzt Stärke 7. Ich lauf mal hin. Aber ich glaube, das ist eben 5. Stärke 9. Lass mich laufen. Er ist von 7 auf 9 gewechselt. Ja, ich eben 5. Let's go. Let's go, Junge. Ja, Mann. Shade. Ich hab. Mein Sinnesorgan war richtig gut. Jawohl. Es ist vor allem so angenehm. Mit dem Stufe 3 Ding, mit dem Tier 3 EMF, musst du halt nicht mal ins Haus gehen, um das Ding da zu entdecken und anzugucken. Digga. Was haben wir noch für Aufgaben? Paranormales Geräusch müsste man nochmal probieren. Das können wir kurz und wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherwerk ab. Ja, wenn er überhaupt mal jagen möchte, weißt du, das ist so eine andere Sache. Das ist schwierig, ja. Einen Shade zum Jagen zu bringen. Es sei denn, wir würden das Spielzeug finden, dann ja. Wir müssten das Spielzeug suchen. Ich würde einfach mal... Also oben in den ganzen Räumen war es nicht. Ey, entweder auf dem Dachboden, was eventuell sein kann, oder halt unten, wo wir es nicht gesehen haben. Magst du nochmal mit reinkommen? Soll ich irgendwas mitnehmen? Ja, nimm mal einen Kruzifix mit. Würde ich sagen. Heiliger Jesus, beschütze uns. Von einem schüchternen Geist. Also, so. Also entweder ist das Spielzeug halt hier unten, was auch immer es ist, ob es eine Voodoo-Puppe ist oder das, dies, keine Ahnung. Die Karten, ist ja auch ganz oder cool. Auf dem Dachboden. Ja. Aber oben der Bereich habe ich sonst. Da war nirgendwo was. Es sei denn, es hat sich so gut versteckt. Dann ja. Du hast nicht zufällig eine Kamera dabei, oder? Nee, ein Kruzifix habe ich dabei. Ah doch, schade. Ich habe eine Kamera zu Fotos. Dann fotografier mal die Footsteps. Ist noch gezählt? Jo, hat's noch gezählt, perfekt. Ja. Hier liegt nichts, ne? Nö. Nö. Hier liegt kein Spiel. Ich würde einfach mal ausräuchern. Weiche von uns, böser Geist! Ja, so böse ist er ja nicht, ne? Weiche er macht ja nur uns. Was, wenn du aus dem Haus gehst, also. So, kannst du dem Shade sagen, tschüss, ich bin ja mal weg. Hast deine Ruhe. Tschüss, ihr Müsli, ich hab deine Oma gefickt. So, lass mal nach dem Dings gucken, nach dem, ob wir irgendeinen Teil haben. Ja, ich guck gerade hier mit dem Dings. Ich sehe als den Teddy und denke, oh, Voodoo-Puppe, aber nein, das ist keine Voodoo-Puppe. Die sieht anders aus. Och, Mann, ey, dieses Parabolmikrofon ist immer super nervig.
Im Bad war ich doch gerade. So, das Bad hier rüber habe ich schon. Ist mich gerade in der Küche. Ja. Ich weiß halt nicht, wo genau über irgendwas spawnen kann. Das ist halt das Problem. Im Kühlschrank kann ich nicht öffnen. Aber hier in der Küche ist erstmal nichts. Das Wohnzimmer, was hier direkt dran ist. Also das Esszimmer, was hier direkt dran ist. Der Essbereich hier. Super Pizza. Hättest du morgen nochmal Lust, eine Runde mitzuspielen? Weil heute Abend wird es wahrscheinlich schwierig. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. Vor allem, warum weißt du nicht, wie lange du noch machst? Was musst du denn noch machen? Warum musst du so früh ins Bett? Ne, weil ich morgen tatsächlich früh raus muss. Ich muss 7 raus aus dem Federn. Oh. Wie viel Uhr denn? Ich wahrscheinlich so gegen 18, 19, 20 Uhr wär wahrscheinlich perfekt. Vielleicht auch später. Wobei ich wahrscheinlich nicht später. Aber müssen wir schauen. Sonst sehr gerne natürlich. Ich finde gerade gar nichts hier. Ich auch nicht, ich höre einfach nichts von ihm, Alter. Oh, warte mal, den Spiegel gibt's ja auch noch, ne? Ja, der hängt aber irgendwo an der Wand. Hier hängt ein Spiegel an der Wand, aber ist es der Spiegel? Aber der sieht aus wie ein normaler Spiegel. Kannst du den Spiegel in die Hand nehmen? Ich kann ihn in die Hand nehmen. Wie sieht er aus? Wie ein Spiegel. Wo bist du? Es ist der Spiegel! Geh raus aus dem Ding. Ja, ich habe ihn nicht mehr in der Hand, ich habe ihn direkt weggeworfen. Wenn ich nichts machen muss, alles gut. Ich habe den Spiegel direkt weggeworfen, als ich ihn in der Hand hatte. Okay. Bring mal her. Ich mach mal ein Foto direkt davon. Digga, ich dachte erstmal kurz. Ja, das ist der Spiegel. Als ich den Spiegel gesehen habe, warte, ist es der Spiegel? Stimmt der Spiegel? Nee, als ich den Spiegel gesehen habe, habe ich gedacht, stimmt. Ich kann morgen aber nur bis 22 Uhr. Alles gut, ich kann auch nicht länger. Auf gar keinen Fall. Muss morgen auf am Montag auch früh raus, leider. Ja, ich muss auch am Montag früh raus, lol. Also 22 Uhr. Guck mal, hier spiegelt das richtig. Lol. Ja. Du kannst aber mit dem Spiegel auch hier nichts machen, oder? Nö, aber ich wollte ihn jetzt einfach mal kurz mitnehmen, weil ich jetzt mir einmal Smudge Sticks mitnehmen möchte. Und mir nochmal neues Feuerzeug mitnehme. Weil ich mein Feuerzeug irgendwie verloren habe. Ja, paranormales Geräusch hat er auch immer noch nicht gemacht. Nö, das ist aber auch schwierig bei dem Geist, muss ich sagen. Willst du mit reinkommen? Ja. Kannst du mit wiederholen, mein Internet macht wieder Faxen. Ich kann morgen auch nicht so lange. Alles gut. Weißt du, ich hatte auch eine low Sanity, aber er hat immer noch nicht gejagt. Er hat kein einziges Mal bis jetzt gejagt. Lass mal raufgehen. Ja, auf Dachboden. Ja, irgendwo, wo wir uns verstecken können. Ja, auf dem Dachboden. Bis er da oben ist, ist er schon längst wieder despawned. Sind das Spinde? Oder? Weiß ich nicht. Aber Curse Hunt dauert ja länger als normal. Ja, aber ich sag nur, der Dachboden halt, bis er da oben hochgelaufen ist, er ist ja ganz unten in der letzten Ecke. Weißt du, bis er die ganzen Treppen gelaufen ist. Und Shade ist, glaube ich, nicht schnell, der ist standardschnell. Weißt du? Ja, dann lass uns hier irgendwo hinter. Hier hinter das Regal, hier. Hast du einen Kurzefix dabei zufällig? Hier hinter das Regal, komm. Hast du zufällig einen Kurzefix dabei? Dann platzier das mal an der Treppe. Okay, warte. Treppe, wo war die denn jetzt? Ah ja, hier. Ah, hier direkt vor der Treppe. Er huntet schon. Ja, ich hab den Spiegel kaputt gemacht. Vielleicht, dass du stirbst. Der ging aber schnell kaputt. Ja, Bruder, bis der da oben ist, wäre ich schon längst wieder hier hinter gewesen. Ich habe auch Smudge Stick dabei, alles gut. Aber er ist noch unter uns. Ja. Nevermind, er ist nicht mehr unter uns. Er ist hier, glaube ich. Oder? So, nee, ja, ich weiß es nicht. Wenn, dann ist er ganz, ganz hinten in der anderen Ecke vom Dach. Ja, es. Hat er aufgehört? Der ist noch nicht hier oben. Ich höre ihn nicht mehr. Ich würde erstmal hier oben nochmal warten. Ich höre gar nichts mehr. Ich glaube, er hat aufgehört. Na, aber der hört nicht so schnell auf mit Handen. Aber dann ist er das wirklich am Arsch der Welt. Waren ja maximal 5 Sekunden oder sowas. Ja, dann guck mal, ob das Licht noch geht. Wenn das Licht wieder angeht, wenn du den Lichtschalter wieder bewegen kannst, dann hat er aufgehört. Wo ist denn der Lichtschalter? Ja, irgendwo hier. Unten ist einer, aber hier muss ja eigentlich auch einer sein. Ich kann Warte, ich höre ihn wieder, glaube ich. Fuck. Soll er dich fressen?
bin zu cool zum Sterben. Weiß ich, war an der Tür und da habe ich ihn wieder an der Treppe und ja, da habe ich ihn wieder gehört. Das heißt, er ist am Arsch. Er hat wahrscheinlich mich registriert. Jetzt ist er wieder da. Wo wartet denn dann, Alter? Unten irgendwo. Aber ganz, ganz unten in der Ecke, wo man ihn gar nicht mehr. Ist er hier oben? Er kommt hoch. Ah, ne, er wird wieder leiser. Mit den Schritten. Ja, wenn er in der Nähe ist, dann hören wir auch Herzklopfen. Dann mache ich meinen Smudge-Stick an. Dann, wenn wir das Smudge-Stick aber an ist, dann sind wir gearscht, mein Lieber. Wieso? Wird auf jeden Fall einer von uns sterben. Ja, er läuft dann kurz weg, aber irgendwann kommt er wieder. Ich bin mir unsicher, ob er jetzt aufgehört hat oder nicht. Ja. Ich glaube, das Coole an dem Tier-3-Kopfwändern ist, dass du ja einfach das Nachtsichtgerät dauerhaft anmachen kannst. Du brauchst kein Licht mehr. Aber jetzt müsste er auch eigentlich mittlerweile aufgehört haben, oder? Ja. Weil mal hier, oder glaube ich zumindest. Wie heißt er nochmal? Ich habe vergessen, er heißt Verdammt. Der gestern mit uns gespielt hat. Ach, Steve meinst du? Steve, ja. Der könnte ja morgen auch damit spielen. Nochmal. Wenn er da ist. Wenn er Lust hat. Ja, vielleicht streame ich ja morgen auch nochmal. Mal gucken. Guck mal nach dem Lichtschalter. Aber er müsste ja jetzt eigentlich rum sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, geht wieder. Ich kann ihn wieder bewegen. Wunderbar. Er hat zwar Strom ausgemacht, aber er kann es ihn wieder bewegen. Das ist mir relativ wumpe. Was, da hantet er wieder? Ja. Bruder. Jetzt hat er Bock. Jetzt ist er sauer. Ich habe Steve gehört, was wurde gesagt? Ja, es wurde gesagt, du kannst ja vielleicht morgen mitspielen, wenn du da bist. Oh oh. Oh oh, wir hätten auf dem Dach oben bleiben sollen. Ich habe mich in die hinterletzte Ecke verkriecht. Ja, wahrscheinlich dich nehmen. Ich bin hinter der Tür. Ja, scheiße, ich bin tot. Ich hör's. Ja, perfekt. Ja, ich hab's gehört. Sinn ich. Warum gehst du auch hinter die Tür? Ja! Bruder, ich hab gedacht, schnell weg. Schnell irgendwo. Hattest du eine Kamera dabei? Ja, ich glaub schon, ja. Ja, ich hatte eine dabei. Mach schnell vor, Tunde, verpiss dich von da. Da ist keine Kamera. Ah, doch, da. Alter. Das war jetzt blöd. Das war so blöd. Das stimmt. Ich glaube, wir konnten schon seit eine halbe Minute schon früher gehen. Ich glaube, dann wären wir auch raus gewesen. Wir hätten, glaube ich, eine halbe überlebt. Minute früher gehen können. Ich habe überlebt, meine Freunde. Na schon, was geht? Alles gut bei dir noch. So, du hast eingelocht. Eingelocht? Ja. Shade, ja. Shade. Und alles eigentlich echt schade. Okay, das Parabol-Räucherwerk, stimmt, das Räucherwerk habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, du hast 1% noch, ja gut. Aber, okay. Ich glaube, er hatte schon früher aufgehört. 30 Sekunden früher hätten wir gehen können und dann wären wir raus gewesen in dem Moment. Ja. Bei 30 Sekunden glaube ich nicht. Nicht ganz. Ja, wir sind zu spät losgegangen, als er angefangen hat. Ja. Wir hatten den Spiegel, wir waren auf dem Dachboden, der Spiegel ging kaputt, dann hat er natürlich gejagt. Wir haben gedacht, er hätte aufgehört, dann haben wir nach dem Lichtschalter geguckt, auf einmal haben wir ihn wieder gehört, haben uns wieder versteckt. Und irgendwann haben wir ihn nicht mehr gehört, waren uns aber unsicher, ob er jetzt wirklich weg ist oder nicht. Jetzt guck, Geist, und da war er aber anscheinend weg. Ja. Und dann sind wir zu spät losgegangen und waren dann gerade an der Treppe für auf den untersten Stock wieder zu gehen und da hat er wieder angefangen zu handeln. Ja, und dann boah, bist du reich, Alter. Ja, ich danach habe ich mich hinter der Tür versteckt. Gutes Level. Woher das Geld? Ich bin Level 54. Wollten wir noch was spielen oder wollten wir nicht? Nee, ich muss jetzt leider wahrscheinlich weg. Ja, okay. Gut, dann aber ja? Ich werde raiden, tatsächlich. Ja, ich werde auf jeden Fall offline gehen dann. Weil, ich gehe zu den Himmelsstürmern. Dann kümmere ich mich noch ein bisschen um Videokram und so ein Scheiß. Mein Lieben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, war wieder ein sehr, sehr nice Stream, auch mit dir, Bulli, und mit Sean und Blas. Ja, das auf jeden Fall. Zusammen. Danke, dass ihr dabei